Chillax, chillax. Es wird doch alles gut. Guck mal, ich tue dir nichts und du tust mir nichts. Doch alles gut. Ist das ein Typ, der am Schlafen ist oder ist er tot? Tagebuch Corporal Valdez. 6 Monate ist es nun her, dass ich meinen Dauerpass dem Alder Meyer bezogen habe. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee war. Zuerst habe ich die Isolation genossen, weil ich dabei so tun konnte, als hätte ich meine Vergangenheit hinter mir gelassen. Aber inzwischen ertappe ich mich, dass ich singe, nur um die Stille zu brechen. Ich inspiziere alles genau und rieche daran, bevor ich einen Bissen nehme. Wenn ich mit dem Wasser aus dem Reservoir des Alder Meyer dusche, fühle ich mich nicht sauber, als seien die Krankheiten direkt ins Gemäuer gesickert. Es sind so viele Menschen hierher gekommen, so viele Jahre lang, und sie hatten nicht nur Krankheitserreger, sondern auch Leiden des Geistes. Das sind letzte Spuren an einem Ort, selbst nachdem die Patienten geheilt oder gestorben sind. Und ich konnte Ärzte noch nie leiden. Sie haben einen ganz eigenen Geruch und mustern einen, als wenn man nur einen Haufen Organe. Wahrscheinlich bin ich schon krank, habe so lange diese kalte, feuchte Luft eingeatmet. Es ist schwer zu glauben, dass die Leute einmal hierher gekommen sind, um gesund zu werden. Inzwischen hat das Alder Meyer mehr etwas von einer Gruft. Vielleicht schiebe ich Wache auf dem Dach, genieße die Sonne, solange ich kann. Nicht abgeschickter Brief an die Familie. Für Emma, Philipp und den kleinen Edgar. Seit meinem letzten Auftrag im Alder Meyer hat sich nicht viel geändert. Ich habe nur einen anderen Vorgesetzten und der ist doppelt so streng. Es ist komisch, es gibt rein gar nichts zu tun. Außer der Ärztin ist niemand hier und die geht nur ihrer Forschung nach. Vielleicht brauchen sie die Wachen wegen der seltsamen Geräusche, die ich nachts höre. Nicht das übliche Knarzen und Knacken, das Gebäude so machen. Ständig reiche ich damit, gleich etwas Schreckliches zu entdecken. Aber keine Sorge, in ein paar Tagen bin ich zurück. Wer diesen Brief kriegt, dann kauft euch ein schönes, fettes Huhn. Seid brav, euer Vater. Okay, direkt unter uns ist eine Rune. Und hier gibt es nichts mehr. Wie schaut es denn hier drin aus? Was gibt es denn hier drin? Ach so, hier sind wir wieder am Flur. Aha. Und was gibt es? Wow. Was soll das denn? Na gut. So, und hier ist noch die Restricted Area. Was gibt es denn hier drin? Hm. Leere Flasche, leere Flasche, leere Flasche. Hier gibt es noch mehr Essen. Und hier gibt es scheinbar nichts. Echt nicht? Wow. Da ist... Oh, doch, hier. Und noch eine Münze. Verdammt, da haben wir den Schlüssel nicht für. Aber vielleicht ist es doch gar nicht mal so schlecht. So. Dann haben wir das hier jetzt auch alles abgeklappert. Dann geht es jetzt nur noch hier rein. Ach so, genau, hier sind wir wieder da. Hummeln im Hintern. Wenn sie
ziemlich schreckhaft heute. Wie schaffen es, daran zu kommen, ohne entdeckt zu werden? Ich würde ja gern vielleicht sowas Brennbares oder sowas. Gibt es hier vielleicht irgendwo eine Flasche Chloroform oder so? Damit könnte man doch sicher mal was erreichen. Oh, vielleicht sollte ich den Alarm hier auch noch manipulieren. Oder anmachen. Ich will mal ganz kurz. Muss ich dich jetzt suchen kommen? Ich habe keine Zeit für sowas. Ich frage mich, wer das war. Hä? Ah, jetzt. Ich bin mir fast sicher, dass hier was war. Nächstes Mal. Hey, was soll... Ja. Was? Perfekt. Sehr schön. Boah. Ey, sollten wir das öfters machen müssen. Die schlafen jetzt auch alle. Schade, dass ich den Fall nicht mehr... Ich liebe diese Betäubungs... Ich liebe diese Betäubungsfalle. Die Betäubungsfalle sind so cool. Und so hilfreich. Schade, dass wir nicht so viele davon haben. So, ich werde jetzt aber mal wieder zurück zum Herz gehen. Verdammt nochmal! So. Oh, ein Köpfele. Ein Köpfele. Hallo, ich bin Shakespeare. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Die sitzen da ja immer noch. Ist hier irgendwas, was ich schmeißen kann, was ich benutzen kann? Verdammte Axt. Badesalz. Ich meine eigentlich, dass das ging. Ich meine eigentlich, dass wir... Ich mal ganz kurz gucken. Konnte man nicht auch eine Münze schmeißen? Schwert, Blocken, Schnellausweiter. Ah, Schnellspeichern ist auf jeden Fall bei F5. Okay. Oh, F9. Das gefällt mir aber nicht, dass das Schnellladen auf F9 ist. Das verlege ich mal auf F1. Sein. F1. So. Denn F9 ist bei mir nämlich auch die, der Beenden-Modus der Aufnahme. Ich möchte nicht, ja. Ich sehe nicht, dass es hier irgendwie zu Problemen kommt, deswegen. Jeder muss sterben. Klar. Aber bitte nicht heute.
Birnenstrudel, das bringt uns nichts. Mir kann's losgehen. Was auch immer. Bereit. Blutfliegenproblem verschlimmert sich. Nach ersten Berichten der Sarkonischen Garde lautet Dera, dass Blutfliegenproblem unter Kontrolle sei, wird mittlerweile von offizieller Seite eine Verschlimmerung der Lage eingeräumt. Neue Nester werden mit alarmierender Häufigkeit gefunden, soll Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der anonym bleiben möchte. Ärzte werden von einer Welle des Blutfliegenfiebers überschwemmt, das bei manchen Patienten aufgrund des fortgeschrittenen Stadiums nicht mehr behandelbar ist. Sollte der Befall nicht eingedämmt werden, könnte er Kanaka an den Rand der Vernichtung bringen. Allerdings gibt es wenigstens einen Grund, die Hoffnung nicht zu verlieren. Selbst während die Männer des Herzogs befallene Gebäude ausräuchern, arbeitet Dr. Alexandria Hay-Pacher aus dem Eddermeyer-Institut unermüdlich an einem Heilmittel für das Fieber. Unsere Leser werden sich daran erinnern, dass der Herzog des Eddermeyer vor einigen Monaten für die Öffentlichkeit geschlossen hatte, um Dr. Hay-Pacher die Möglichkeit zu geben, sich ganz der Veränderung ihrer letzten Version der Eddermeyer-Tinktur zu widmen. Wir danken Herzog Abel und sprechen ihm ein Lob für seine Führungsqualitäten aus. Ja. Wo ist der andere? Da ist doch gerade noch einer bewegt gehabt. Verdammt. Mist, 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 Mist. Was zum? Ich helfe dir beim Suchen. Was war hier los? Du bist sowas von tot. La 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 la. Komm zurück! Sie kommt nicht weit. Ist nirgendwo. Ich bin schon. Oh! Moment, 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 Moment. Und auftanken. Puh, 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 puh. Ja gut, dann müssen wir es eben auch mal mit Karachau machen. So. Gut, dann machen wir es eben so. Wenn es halt nicht anders geht, dann ebenso. Achso, da ist die Rune. Ich wollte schon sagen, wo ist sie denn? So, und wo sind die anderen Sachen? Die sind jetzt alle oben, ne? Ich glaube, ich habe jetzt nichts mehr auf der Etage. Okay, da ganz unten ist noch was, aber ich habe keine Ahnung. Ach, vielleicht kommt man da mit dem Aufzug runter. Das könnte es natürlich sein. So große. Wer sein Gesicht versteckt, führt sicher nichts Gutes im Schilde. Dr. Alexandras Hypechers Gesundheit. Valerio, du hast wohl recht, Dr. Hypatia ist wirklich krank. Gerade habe ich gehört, wie Dr. Vasco mit sich selbst geredet hat über ein Heilmittel, an dem er arbeitet. Er scheint ernst zu sein. Alexandria Hypatia war so gut zu uns allen und wenn sie ihre Arbeit an Elixieren und anderen Behandlungen nicht fortsetzen kann, werden viele Menschen in Karnaka leiden. Übrigens ist sie zurzeit tatsächlich sehr wenig. Wir sollten auf den Markt gehen, wenn wir dürfen, und frisches Gemüse kaufen. Wir könnten ihre Lieblingssuppe kochen, das würde ihr gut tun. Jedenfalls behauptete Herzog Luca Abele, das Eddermeyer geschlossen zu haben, damit sie ihre Formel verbessern kann.
haben. Aber es hat noch niemandem gut getan, so viel und so einsam zu arbeiten. So. Leichtarbeit. Der Silbernagel. Wir wollen das Heilmittel. Während sich das Blutfliegenproblem verschlimmert, warten wir alle auf ein Wunderheilmittel. Die Frage ist, wie viele von uns müssen noch unter Qualen sterben? Die Eddermeier-Tinktur ist gut geeignet, um die Leiden der Bergleute zu lindern. Außerdem wurde es in angereicherter Form schon mit einigem Erfolg bei der Behandlung des Blutfliegenfiebers eingesetzt. Und Dr. Alexandria Hypatia hat öffentlich erklärt, dass er die Formel verbessern konnte. Wo ist also das Heilmittel? Was ist geschehen? Ich sage es Ihnen. Herzog Luca Abela hat das Eddermeier-Institut geschlossen und Hypatia ist noch dort, als Gefangene. Dafür gibt es nur eine Erklärung. Es ist ziemlich klar, dass dieses kostbare Heilmittel niemandem außer dem Herzog und seinem Zirkel reicher Spießgesellen zur Verfügung steht. Ich bin der Meinung, dass sie die Armen so stark dezimieren wollen, bis nur noch ein paar übrig bleiben, die gut zu kontrollieren sind. Der Herzog trinkt Unmengen von Hypatias Heilmittel, während wir anderen sterben. Ach ja, die gute Presse. So. Achso, ich habe das schon ausgerüstet. Aber da kommen wir ja nicht hoch, ne? Leere Flasche, leere Flasche, leere Flasche. Das alles. Oh, wir können die Fensterläden öffnen. Und da oben können wir das auch machen. Vielleicht sollten wir das auch tun. Vielleicht hilft uns das ja weiter. Rächt sich jetzt. Das passiert, wenn man immer halb verhungert ist. Gibt es da noch irgendetwas, was wir gebrauchen könnten? Da gibt es noch was zu essen. Na, komm schon. Na. So. Aber ich möchte ja keine Zivilisten töten, deswegen greife ich die jetzt nicht an. Ich gehe mal wieder hier oben lang, das ist mir sicherer. Ich vermisse die Zeit. Einfach mal durchschlafen konnte. So. Gut, dann haben wir das hier auch erledigt. Das heißt, jetzt gibt es unten eine Rune und oben. Dann werden wir mal zuerst runter. Was? Basement ist geschlossen? Verdammt. Okay, wie kommen wir da unten hin? Oh, Kupferdraht. Wie kommen wir da unten hin? Wie kommen wir da unten hin? Schöner Sepper. Ach, bestimmt von außen. Da waren auch draußen auch noch Leute, soweit ich weiß. Und alle hopp. Und gute Nacht. Leere Flasche, leere Flasche, leere Flasche. Melden Sie sich nach Ihrer Patrouille beim Diensthabenden. So, also da unten ist eine Rune. Ich könnte mir vorstellen, dass es...